Moin Moin und Ahoi, meine lieben Freunde, ich bin's euer Marcello und ihr seid natürlich herzlich willkommen hier bei uns auf dem Channel NES Kommando zu einem Retro Börse Bochum Nachruf Pickup Video heute. Ganz entspannt, wir haben ja das Börsenvideo gemacht und da sind nicht alle Pickups so ganz im Detail gezeigt worden und wir haben uns dafür entschieden, ganz gechillt einen nachzulegen. Und das machen wir jetzt. Und jetzt gucken wir uns ganz entspannt zusammen, ne, du und ich, wir gucken uns einfach mal an, was der gute alte Marcello sich in Bochum auf der Börse so gekauft hat oder geholt hat oder bekommen hat oder was auch immer. Ne? Los geht's! Bevor es jetzt losgeht, Freunde, kleiner Hinweis zur Börse an sich, wie die so war, was wir da so erlebt haben, wen wir getroffen haben und was weiß ich nicht alles, werde ich in diesem Video so gut wie gar nichts sagen. Das brauche ich aber auch nicht, denn es gibt ja unser Börsenvideo, ne? Also es gibt eine knappe halbe Stunde richtig geil editiertes Börsenvideo von der Börse Bochum. Guckt euch das bitte mal an, ne? Habe ich hier oben in die Infokarte gemacht. Einfach draufklicken, dann sollte sich das oben bei euch da irgendwo im Browser in einem neuen Tab öffnen. Dann könnt ihr euch, falls ihr das noch nicht gesehen habt, hinterher nochmal angucken. Ne? Ich fange einfach mal an, direkt mit den Pickups on the fly, ohne jetzt viel drum rum zu labern, denn darum geht's heute. Ich hatte einen schönen Gameboy-Deal mit dem guten Chico und der hat mir für einen echten Bro-Preis, keine Ahnung wie viel das ist, auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Gameboy-Spiele mitgebracht. Und die zeige ich euch einfach mal, ne? Da sind ein paar belanglose Spiele bei, die wirklich so Allerweltsdinger. Und es sind ein paar, ja, finde ich, relativ coole Kracher dabei eigentlich. Das Ganze für einen sehr, sehr geilen Bundle-Deal. Und ich fange einfach mal an. Der Chico, der hat mir einfach im Laufe der letzten Monate immer wieder Games zurückgelegt. Ja, und jetzt wussten wir, dass wir uns sehen. Und da haben wir einfach den Sack mal zugemacht, den Deal mal festgezurrt. Und ich bekomme von ihm einmal Matthias Sammer Fußball. Ja, must have. Dann Disney's Interactive Adventures Hercules. Bin ich mir gerade nicht so 100% sicher, ob ich das nicht schon habe. War, glaube ich, so ein, ich nehme es erstmal und dann schauen wir mal. Der Zustand ist aber sehr gut. Naja, ich glaube, ich habe es aber nicht. Dann Zool. Zool ist, glaube ich, so ein Plattformer oder so. Ich glaube, es ist ein Plattformer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, den gibt es auch auf dem Super Nintendo. Ja, sagt mir jetzt nichts. Ninja of the Nth Dimension. Zool. Ist ein relativ spätes Spiel. 92 von Gremlin Graphics Software Limited. Ne? Das habe ich auch noch nie gehört. Dann, sehr, sehr cool, ein Operation C. Ja, also Contra quasi für den Gameboy. Sehr geil. Die Rückseite ist bekritzelt, aber hey. Ne? Rückseiten bei Gameboy-Spielen kann man ja immer ganz hervorragend austauschen. Sehr schön, der Arcade-Port von Dig Dug, ne, dem klassischen Arcade-Game Dig Dug hier von Namco auf den Game Boy portiert. Das finde ich sehr cool. Ne? Ich habe ja letztens gerade Dig Dug 2 für den NES auch bekommen in der US-Version. Und das passt irgendwie gerade ganz gut dazu. Freue ich mich drüber. Als nächstes haben wir ja hier inklusive Anleitung Cool Hand. Cool Hand, ja, eine Kartenspielsammlung. Ich werde das wahrscheinlich nie spielen, aber es ist nicht so häufig zu sehen und für die Sammlung auf jeden Fall sehr schön. Und ja, ihr wisst ja, ich nehme alle Gameboy-Spiele, die ich nicht habe, auf und ich spiele sie auch. Also ich zocke die auch alle mal an, um zu wissen, was sich dahinter so versteckt. Cool Hand wird aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so lange in meinem Gameboy bleiben. Choplifter 2, ja, davon gibt es ja insgesamt, glaube ich, 3 oder sogar 4 Teile auf dem Gameboy. Choplifter, so eine Top-Down-Heli-Shooter-Geschichte. Dann The Lawnmower Man, das ist ja irgendwie eine Filmversoftung, ne? Und ja, dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, was das für ein Spiel ist, weiß ich nicht. Ich blende es euch ein, ihr seht es also, ne? Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Lawnmower Man ist die englische Version hier. In sehr gutem Zustand immerhin. Lemmings 2, The Tribes, ja, auch das, denke ich mal, ein Spiel ist nicht super selten, kann man mal mitnehmen. Ja, und dann kommen noch so ein bisschen die Kracher aus dem Set. Und zwar einmal hat der Georg mir The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends mitgebracht. Ne? US-Version. Ich glaube, das ist ein US-Exclusive auch von THQ. Ich glaube, das ist ziemlicher Lizenzschrott. Ja, aber ja, wie gesagt, ne, gerade wenn es US-Exklusiv ist, natürlich bei uns nicht so einfach aufzustöbern. Sehr, sehr geil. Altered Space. Davon weiß ich, dass es in OVP, wie oft bei Gameboy-Spielen, in OVP sehr, sehr teuer ist. Altered Space, ein Puzzle-Game. Ich glaube, es ist so ähnlich wie Quirk oder wie Boxel oder irgendwie so ein Puzzle, kleines Puzzle-Spiel auf jeden Fall.
Ja, freue ich mich sehr darüber. Hat er mir als Goodie mit reingepackt. Also Georg, das ist eine geile Aktion. Kurz bevor die Börse zu Ende war, drückte er mir das noch in die Hand. Dann von Taito. Ich bin ja Taito-Fan, ne? Und World Beach Volley. Das hatte ich noch nicht. Das ist ein ziemlich seltenes Volleyballspiel. Es gibt ja so ein paar seltenere Sportspiele für ein Gameboy. Ne? Hit the Ice ist ja von Taito auch dieses Eishockey-Game, was nicht so häufig ist. Ja, und World Beach Volley, ja, bezahlt man eben auch was für. Und die Vorderseite ist ganz gut erhalten. NOE-Version, also sehr nice. Und als letztes, wie ich finde, eigentlich den Top-Kracher des ganzen Bundles. Und zwar Stop That Roach. Ja, Stop That Roach. US-Version, ich glaube auch hier, dass es US-exklusiv ist, aber ich bin mir beim Gameboy da immer nicht so ganz sicher. Mir ist es auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ne? Der Zustand ist mega geil, also Rückseite ist top, Vorderseite ist top, Label ist mega gut. Freue ich mich sehr darüber, ne? Von Koei und ja, Stop That Roach. Vielleicht ist es ein Puzzle-Game auch, kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Und ich weiß aber, dass es relativ selten ist. Und der Preis für dieses Bundle, Freunde, das war unschlagbar. Ne? Da hat der Georg sich echt nicht lumpen lassen. Dann hat er mir auch noch Goodies reingepackt. Ne? So ein kleines LCD-Game und so ein 4-in-1 Gameboy-Cartridge. Die beiden werde ich in meine Börsengrabbel verschenken und weiß ich nicht, was Kiste schmeißen. Ist jetzt nichts für mich, für die Sammlung. Aber hey, ne? Goodies, hammergeil. Anleitung gab es auch noch, einen ganzen Stapel dazu, ne, zu diversen Spielen, die jetzt hierbei sind oder eben Anleitungen zu Spielen, deren Anleitung ich bisher noch nicht hatte. So, ne? Also Georg, Hammer, geil, vielen, vielen Dank dafür, sehr, sehr nice. Wir machen weiter mit ein bisschen Game Boy. Ich hatte einen kleinen Deal mit dem guten Stefan. Ne? Stefan, auch vielen Dank an dich. Den sehe ich eigentlich ganz oft auf Börsen. Ich freue mich immer total, den Stefan zu sehen. Das ist irgendwie so ein Happy Face, der Typ. Ich kriege immer gute Laune, wenn ich den sehe. Und der hatte mir vorab 4 Game Boy-Spiele oder 3 Game Boy-Spiele gesichert für sehr, sehr wenig Geld und also sehr kleine, sehr geringe einstellige Beträge, ja. Und hat dann noch ein viertes mit draufgehauen. Und zwar einmal Mercenary Force. Mercenary Force ist so ein Top-Down-Run-and-Gun-Game. Sah eigentlich ganz witzig aus, fand ich, im Gameplay. Dann Radar Mission, ne? Radarmission, ein Schiffe-Versenken-Game. Tim Struppi und der Sonnentempel, weiß nicht, ob das so gut ist. Und echter Lizenzschrott, The Flash, ja. The Flash ist wirklich echter Spielecode, ne? Aber hey, was tut man nicht alles für sein Fullset, ne? Nächstes möchte ich kurz über diesen Stapel hier sprechen. Das sind nämlich Schutzhüllen, die ich beim guten Tommy vom Videogame Empire gekauft habe. Ist für mich so ein bisschen der klassische Weg. Ne, ich sag dem Tommy Bescheid, pass mal auf, ich brauche die und die Hüllen. Machst du mir einen coolen Rabatt für so eine Menge? Und das hat er gemacht, mir die mitgebracht und so. Und ich mache da auch gerne für ihn ein bisschen Werbung. Denn die Hüllen sind zwar jetzt nicht super fancy und auch nicht die fettesten Panzerknackerhüllen und so. Aber hey, es sind solide Hüllen, die sind auch nicht teuer. Kann man bestellen bei Videogame Empire, auch super online, habe ich auch schon gemacht. Auch für Famicom und Super Famicom und auch so ein paar extra verschiedene Größen, also nicht nur die Standards. Ich bestelle mir zum Beispiel immer NES-Modulhüllen, ne? Also weil ich meine US-Games immer in die in diese Plastikhüllen tue, anstatt jetzt auch nochmal in VHS-Cases. Ne? Nicht übrigens wundern, das hier ist eine Schutzfolie, ne? Die kann man nachher abziehen. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, ne? Also da vorne habe ich mir einen ganzen Stapel mitgenommen. Tommy, vielen Dank für den geilen Deal, mein Freund. Als nächstes geht ein dicker Dank nochmal raus an den guten Vincent, ja, von der Nerdzentrale in Karlsruhe. Das war richtig geil, ich habe es im Börsenvideo schon erzählt, der hat mir ein Hoops mitgebracht, Pal B, ja, aus seiner privaten Sammlung und hat das quasi gegen meins, welches ein Upgrade brauchte, ja, weil das hier im besseren Zustand ist, gegen mein Pal B Modul getauscht. Und ich habe ihm einfach ein Paket dann geschickt mit meinem Modul drin und jede Menge nochmal ein bisschen Goodies, ein bisschen was Leckeres und so nochmal reingepackt. Vielen, vielen Dank dafür, Vincent. Ich habe mit dem Vincent schon lange gesprochen, ne? Also finde ich immer noch mega geil. Bei mir ist es in sehr wertschätzenden Sammlerhänden und ich freue mich darüber. Wirklich ein Keks. Und gekauft habe ich bei ihm auch was und zwar für 5 Euro ein Othello. Ja? Das ist ein Brettspiel, ne? Gibt es hier nur als US-Version fürs NES und für 5 Euro nehme ich halt Module mit, ne? Was soll man sagen? Gegen 5 Euro Games komme ich halt einfach nicht gegen an. Kann ich nicht anders. Und dementsprechend geht Othello also in meine NES-US-Sammlung. Genau, ja, die stelle ich dann alle so nebeneinander lose so hin. Finde ich eigentlich ganz geil. Falls man mal eine Anleitung hat, die NES-Anleitung, die passen hier auch noch mit hinten rein. Von daher finde ich diese Plastikhüllen eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, weil die staubgeschützt sind und ja, finde
Finde ich einfach gut. Das nächste, was ich bekommen habe, ist eine leere OVP, dafür als richtig geile Channel-Spende. Und zwar waren auf der Börse der gute Ahmed und seine, ich glaube, Ehefrau oder Freundin oder so, ne, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, sie sind verheiratet. Seine gute Gülcan hatte er dabei. Und die beiden, haben mich draußen beim Kaffeetrinken begrüßt und er machte irgendwie seinen Rucksack auf, holte so ein paar Sachen raus. Dabei waren einige NES-OVPs und sagte, ey, guck doch mal, was du noch gebrauchen kannst. Und eine Sache war tatsächlich dabei, die das Börsenvideo aufmerksam gesehen haben, die wissen schon, um was es sich handelt. Und zwar hierum, eine OVP von Die Schlümpfe. Ne? Da drin war auch sogar noch eine Anleitung, die in einem besseren Zustand war als meine. Und die OVP, liebe Freunde, ist in einem absolut neuwertigen Zustand. Also sieht jetzt nicht nur so aus, weil da eine Hülle drumherum ist, sondern die ist wirklich in einem ganz tollen Zustand. Das Einzige, was sie hat, ist hier unten so ein kleiner Riss irgendwie, aber drauf geschissen. Ne? Also diese OVP ist ansonsten wirklich neu. Was übrigens sehr geil war bei dem Schlümpfe-Game, das steht hier hinten drauf, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da war eine Eintrittskarte drin zu so einem Schlümpfe-Vergnügungspark. Die fehlt hier leider, die gehört eigentlich original da rein und ein Poster war da glaube ich auch drin. Leider ist diese Eintrittskarte nur bis zum 30.09.1995 gültig gewesen. Aber gut, hey, ne? Geile Channel-Spende, OVPs finde ich immer geil, nehme ich natürlich sehr gerne. Vielen Dank dafür, Ahmed und Gülcan. Weiter geht's mit einem kleinen, aber sehr feinen Geschenk vom guten Lukas Artsammler. Der hat auch einen eigenen Kanal, ne? Kommt extra aus Berlin nach Bochum zur Börse, der gute Max. Und da hat mir noch, bevor das irgendwie so richtig reinging zur Börse, hat mir eine CD in die Hand gedrückt. Und das finde ich sehr passend, ne? Vom Lukas Artsammler den Soundtrack der Special Edition von Monkey Island zu bekommen. Oh, ich bin ein bisschen aus der Puste, ich musste nämlich das Ding eben nochmal extra schnell aus dem Auto holen. Scheiße, jetzt habe ich den unten. Du läufst noch, ne? Okay, ich laufe mal eben kurz raus und hol das. Monkey Island Soundtrack finde ich super geil. Auch wenn ich mit Monkey Island spielerisch jetzt aufgrund meiner eigenen Geschichte nicht so viel zu tun hatte bisher. Schande auf mein Haupt, ich weiß und so, ne? Aber der Soundtrack ist halt sehr geil, den muss man einfach kennen und lieben. Und ich finde dieses geremakte Soundtrack-Zeug von dieser Special Edition sehr cool. Ne? Die habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Wie gesagt, gerade aus dem Auto geholt. Finde ich sehr geil. Und außerdem eignet sich diese Channel-Spende ganz hervorragend für eine kleine Überleitung. Denn auch der gute Dennis hat zum Thema Monkey Island was zu erzählen. Ein Zuschauer, mit dem ich vorher schon geschrieben hatte, der sagte zu mir einen Tag vorher, hör mal, ich habe im Keller was gefunden. Ich bringe das mal mit, guck's dir mal an, ob du es gebrauchen kannst. Ja? Ich habe gesagt, es kommt auf den Zustand an und es kommt dann natürlich auch noch auf den Preis an, ob ich Interesse habe. Und ja, plötzlich stand der Michael vor mir. Ne? Und an der Stelle, schöne Grüße an dich, Michael. Ich hoffe, du schaust zu. Er hatte zwei Games gefunden im Keller für den Amiga. Und ja, da hatte ich Bock drauf. Da hatte ich echt Bock drauf. Ich habe jetzt den ersten Teil nicht, weil der ist grün. Und mit Greenscreen ist das nicht so cool. Ne? Aber der zweite Teil, Monkey Island 2. Ja, in OVP. Und ich muss sagen, zustandsmäßig war es hart an der Grenze. Also, wie soll ich sagen? Also ich sag erstmal so, es war letztendlich eine Channel-Spende, beziehungsweise hat der Michael gesagt, wenn du mal für mich vielleicht was hast, dann können wir da vielleicht mal gucken. Ne? Das machen wir auch. Ich weiß nur nicht, ob ich irgendwann mal was für dich haben werde, aber falls ja, ne, können wir das gerne irgendwie mal gucken. Ne? Beim ersten Teil ist die OVP hinten so ein bisschen eingedötscht, leider. Und ansonsten scheint es aber komplett zu sein. Und beim zweiten Teil fehlt diese Scheibe, ne? Diese Kopierschutzscheibe. Aber ich sag mal so, die Boxen von vorne sehen ganz cool aus und deswegen ist es für mich auf jeden Fall für das Regal eine schöne Sache. Und ich sehe gerade, ich frage mich gerade, wie viele Disketten hatte das denn auf dem Amiga? Und sehe, hier ist noch was anderes drin. Ich sag mal, eine Sicherheitskopie, ne, von Dune 2. Und einmal Jumping Jackson als lose Diskette. Cool, das kenne ich auch. Habe ich, glaube ich, nicht gerne gespielt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Das dazu.
Das ist auf jeden Fall sehr cool und danke dafür nochmal, Michael. Back in der Kommandozentrale Nord. Ich habe noch meine zwei geilsten Deals eigentlich am Start. Bevor ich euch die zeige, vielen Dank nochmal wirklich an alle, die uns irgendwas Gutes getan haben. Also es waren so viele Leute da, die uns so Knoppers spendiert haben oder mal ein Käsebrötchen oder was weiß ich, oder ein Stück Schokolade oder einen Kaffee oder was auch immer. Mega geil und ich hoffe, mit den beiden letzten Sachen, die ich jetzt zeige, habe ich auch nichts vergessen. Falls doch, es tut mir wirklich dann total leid. Es kann immer mal irgendwie was durchrutschen. Schreibt es mir bitte nochmal in die Kommentare, dann danke ich euch da nochmal separat für. Ich bin auf jeden Fall für jeden Supporter total dankbar und der Dennis auch, da spreche ich also auf jeden Fall in unserem Namen. Vorletzter Deal. Ich hatte mit dem guten Bastian gesprochen, der hat der hatte auch einen Stand in Bochum auf der Börse und hier könnt ihr den nochmal sehen, da so in der Ecke war der und da war immer was los an seinem Tisch, weil der Junge hatte einfach mal faire Preise am Start. Der hatte einfach mal faire Preise am Start, weil er auch gesagt hat, das hat er zu mir selber persönlich gesagt, ey, wisst ihr was, ich habe einfach keinen Bock auf diesen ganzen Top-Dollar-Scheiß. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Lots gekauft und hat richtig viel eingekauft und so und auch echt viel Glück gehabt und wollte einfach ein bisschen was der Sammler-Community einfach zurückgeben. Und das finde ich eine wirklich überaus noble Einstellung. Und dass der gute Mann das Ganze ernst meint oder ja, hoffentlich auch immer noch weiterhin ernst meint, das sieht man an diesem Deal. Der hat mir nämlich diese beiden OVPs in die Hand gedrückt und zwar einmal Jurassic Park, PAL B, Frankreich-Version und Adventures of Lolo 2. Das hatten wir vorher schon mal irgendwann bei Facebook abgemacht, weil er die irgendwie beim Aufräumen gefunden hat oder so und hat er mir die zurückgelegt. Ich wusste gar nicht, dass der da ist auf der Börse und er brachte mir die dann einfach mit und drückte sie mir in die Hand und meinte, ey, für 10 Euro kann ich die mitnehmen. Ist natürlich ein absoluter No-Brainer, das muss man machen, Also zwei relativ seltene OVPs in einem okayen Zustand, die ein bisschen besser als die, aber hey, hammergeil, Freue mich total, freut sich meine NES-OVP-Sammlung. Und dann bezahle ich die und freue mich total und dann drückt er mir noch ein Goodie in die Hand und das ist eigentlich wirklich echt, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Die das Börsenvideo gesehen haben, die wissen schon, wovon ich rede. Und zwar eine Anleitung, aber nicht irgendeine, sondern die Anleitung von Little Samson, die NOE-Version auch noch, passend zu meinem NOE-Modul, also auf Deutsch, die deutschsprachige Spielanleitung, ja, von Little Samson, ein Kultspiel, ein teures Spiel, ein relativ seltenes Spiel, hammergeil, und jetzt brauche ich nur noch die Box dafür, dann habe ich dieses Spiel komplett, also hammergeil, das Spielmodul habe ich natürlich, und ja, Hammer. Drückt er mir einfach die Little Samson Anleitung noch zusätzlich einfach so oben drauf. Fand ich natürlich mega und an dieser Stelle auch nochmal fetten Dank. Und Bastian, falls ich irgendwas für dich mal tun kann oder so, sag bitte echt Bescheid. Da hast du auf jeden Fall einen gut. Die drei Sachen für einen Zehner, hammerhart. So, jetzt bin ich fast durch. Ich habe noch den ersten Deal des Tages, den ich gemacht habe. Und heute mein letzter Deal, den ich euch zeige. Und zwar eigentlich mein einziger richtiger Kauf bei einem Händler, den ich nicht vorher schon irgendwie abgemacht hatte, den Deal. Und zwar habe ich mich auf den Neo Geo Belgier, sage ich mal, den nenne ich jetzt mal so, gefreut. Und ja, der hat ja quasi so seinen Stammtisch da auf den Börsen im Ruhrgebiet und der war auch diesmal wieder da. Das wusste ich, hatte vorab bei Facebook gefragt, ob der da ist und die meinten alle, ey, pff, mach dir mal keine Sorgen, der ist immer da. Und so war es auch und in meinen Träumen hatte ich mir schon zurechtgespinnt, wie geil es doch wäre, wenn der auch noch ein Windjammers oder sowas Fettes dabei haben würde. Und ja, Freunde, so war es. Er hatte ein Windjammers dabei. Ich zeige euch, also ich habe noch ein Neo Geo Spiel, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch erstmal, in was für einem schlechten Zustand das ist. Also sowas sammelt man tatsächlich. Kaum zu glauben, Arcade Game. Aber immerhin ist das Ganze original. Ich habe es auch schon ausprobiert, funktioniert auch, ist wirklich Windjammers drin. Und Freunde, ich finde das total geil. Ich finde das so geil, dass da irgendwelche Urlauber in Südeuropa oder so, weiß ich nicht, in Spanien, in so einer kleinen Strand-Arcade-Halle oder so, da also ihre Urlaubs-PC-Säden da reingestopft haben in den 90ern. Finde ich einfach nur geil. Windjammers von 94, original released für Neo Geo. Gibt es eben für das MVS und es gibt auch eine AES-Version, allerdings als Flying Power Disc, soweit ich weiß nur. Also nur die japanische Version gibt es davon. So als Windjammers gibt es das, glaube ich, nur für das MVS. Ist aber das gleiche Spiel. Für mich hammergeil, super nice.
Freue mich total. Ne? Also ich, alter Windjammers-Fan, richtig geil. Und ja, um so ein bisschen den Bundle Deal so ein bisschen interessanter zu machen für mich, habe ich noch nach einem zweiten Spiel geschaut, was halt nicht so teuer ist. Der hat ja auch noch ein paar andere echt geile Sachen. Vielleicht werde ich den nochmal wieder um ein Spiel erleichtern, kann ja sein. Habe ich mir ausgesucht, World Heroes 2 Jet. World Heroes 2 Jet, ja, das Label sieht so aus, ist ein japanisches Modul. Und der Aufkleber, der scheint auch nicht original zu sein, sondern der wurde wohl mal nachgeprintet. Aber Freunde, ist mir egal, ne? Das Spiel funktioniert trotzdem. Und ich weiß, dass es im MVS-Bereich viele Bootlegs gibt und so, aber da kenne ich mich nicht genug mit aus, bin ich ganz ehrlich. Das ist aber kein teures Game. Ne? Das ist ja so ein 30, 40 Euro Spiel und von daher fand ich es cool, dass es dabei war. Und die beiden Spiele zusammen ja, habe ich bekommen für 110 Euro. Das klingt zwar erstmal relativ viel, aber man muss zwei Sachen wissen. Erstens, das Windjammers alleine kostet mal locker so viel. Und dann kommt halt immer noch der Versand drauf. Du kriegst die Spiele halt meistens nur irgendwie im europäischen Ausland oder sogar aus den Staaten oder von noch weiter her. Ja, und da ist es halt immer relativ teuer, sich die Sachen zu bestellen. Alleine wegen der, weiß ich nicht, 15, 20, 25 Euro Versandkosten. Das heißt, schon 110 hierfür wäre eigentlich ein okayer Deal gewesen, auch wenn der Zustand ein bisschen lala ist. Mit dem zusammen ist das allerdings eine sehr attraktive Kiste, wie ich finde. Ne? Also da denke ich mal, habe ich einen fairen Deal gemacht. Der ließ also ganz gut mit sich handeln. Er wollte, glaube ich, erst irgendwie 145 haben für das Windjammers. Und ja, hierfür hat er gesagt so 25, 30. Und dann 110 für beide. Fand ich hammer geil. Er hatte auch Neo Geo Platine, hier so ein Slot, zwei Slot Maschine da angeschlossen. Wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätte ich ihn, glaube ich, um ein Duell herausgefordert, um ein bisschen zu feilschen. Schade, dass das nicht so war, denn das hätte ich gerne auf Video aufgenommen. So kann ich auf jeden Fall mit einem geilen Neo Geo Doppelbundle, ja, mein cooles Börsen-Pickups-Video abschließen. Nochmal am Ende vielen, vielen Dank an euch, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank für alles. Ich freue mich jetzt als nächstes auf Hamburg, ja. Hamburg ist am 6.10., da freue ich mich schon total drauf. Wir werden da 8 Tische haben. Hammer geil, also diesen ganzen, wer das kennt in Hamburg, diesen ganzen Bereich, der so vor der Bühne, den wird, ja, der wird von uns bewirtschaftet, uns, ne. Dennis ist da, Jansel ist da, ich bin da und noch so ein paar Holsteiner Jungs, ne, die man so irgendwie kennt hier aus dem Norden und so. Und da freue ich mich sehr drauf, das wird sehr episch. Und da werde ich so meinen ganzen Krempel, den ich aussortiert habe, übers Jahr hinweg, verkaufen, zumindest hoffentlich, und ja, euch da sehr gerne begrüßen. Bis dahin melde ich mich erstmal ab, Freunde. Mal sehen, was die Tage so kommt. Ihr werdet es ja sehen. Schaut einfach immer bei uns rein und nochmal gerne das Börsenvideo gucken. Auch wenn ihr schon geguckt habt, einfach nochmal gucken, ne? Nochmal teilen, nochmal liken, wie das halt so ist in dieser Social Media Welt. Ich verlasse mich auf euch, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.